So. Auf was für einer Station brauchen Sie jetzt einen Unkrautvernichter? Keine Ahnung, bestimmt so für fortschrittliche Elektrotechnik oder sowas. Nee, Raketenbauteilefertigung, die ist halt von. Ja, ist natürlich klar, die wollten das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, das ist mir bewusst. Trotzdem hätten dem Spiel, glaube ich, noch ein, zwei Monate hätten dem noch gut getan. Was ist halt, wie ich ja vorhin schon hatte, das macht es ja nicht schlecht, das Spiel. Trotzdem hätten dem noch ein, zwei Monate gut getan. Und irgendwie, meine Maus hakt heute schon wieder. Es ist ja schrecklich. Oh, da ist wieder ein Krimineller, den wir abschießen können. So. Da war mal mitten in der Station jemand runtergeholt. Und das interessiert kein Schwein. Jetzt bedanken die sich gleich, dass die jetzt einen Wrack da mit in der Station schweben haben und ich kriege meine 500 Kröten. Was? Es erfreut Sie, an Bord zu begrüßen. Wo sind meine 500 Kröten, die ich für den Kriminellen gekriegt habe? Diesmal wohl nicht. Danke für Ihre Hilfe. Ah, doch, da. Ich glaube, ich würde mich als Stationskommandant so aufregen, wenn plötzlich irgendein Typ da ankommt und einfach mal stumpf so ein Raumschiff bei mir auf der Landerampe wegschießt. Und? Jetzt stellen wir wieder fest, andere Station, gleiche Kneipe. Mit dem gleichen glorreichen Unterhaltungsprogramm. Und der will schon wieder nicht mit mir reden. Hier. Aber die haben coole UFO-Lampen. Schade, bei der anderen Kneipe konnte man draußen auf ein Raumschiff gucken. Nicht, dass die Aussicht jetzt schlecht wäre. So. Jetzt bin ich natürlich. Ich möchte natürlich gerne jetzt so im Stream und so weiter eigentlich gerne schnell vorankommen, was zeigen. Oder was lernen. Wir haben. Schau mal, wieder eine halbe Million voll. Wo bin ich denn hier? Profitabler Handel. Das war wieder eine Mission. Flug verpasst. Nein, mich interessiert jetzt gerade, kann ich jetzt hier? Neuer Bauplatz 1. Erstelle neuen Bauplatz. Ich würde unglaublich gerne Station bauen. So, hier sind ja alles Asteroiden. Sehe ich auch, was für Asteroiden das sind? Natürlich, ich befinde mich ja da. Erz. Leer. Huch. Silizium haben wir also beides hier. Erz und Silizium. Jetzt, ich möchte gerne wissen, wie kriege ich jetzt Stationen? Das heißt, ich gönne mir jetzt einfach mal einen Bauplatz. Und zwar da. Der ist sehr klein. Die Frage ist halt so.
Den kann ich mir nicht leisten. Den könnte ich mir leisten. So, ich erwerbe jetzt eine Baugenehmigung. Super, ne? So. Was kann ich jetzt damit machen? Mein Besitz. Eine Fabrik. Geldmittel verwalten. Bauplanen. Ich darf nicht viel bauen, ne? Warum nicht? Andere Module. Basis, Kreuz, Vertikal. Produktion. Ich möchte das gerne mal ausprobieren. Wo muss ich das denn freischalten? Ich habe doch Ruf bei denen. Ich habe bei den... warte, ich kann das gerne zeigen. Ich habe einen wunderschönen Ruf bei den Argonen, die mir zum Beispiel auch gestatten, Grund- und Zwischenproduktmodule zu bauen. Und ich habe dasselbe Glück bei hier den Teladi, die mir auch gestatten, Grund- und Zwischenproduktmodule des Unternehmens zu bauen. Also in der Theorie müsste ich doch mehr Auswahl haben als... warte. Fleisch und Strom. So, Fleisch. Kostet mich jetzt... Also, produziert Fleisch. Genau, braucht Energiezellen und Wasser. Und hat 12 Geschütztürme. Ich möchte die gerne mal. Ich möchte das halt gerne mal nur mal ausprobieren. Was hat das mit diesen Pfeilen an sich? Und was mache ich jetzt mit dem? Kann ich das? Das hilft mir. Aber muss ich mich jetzt für. Ah, jetzt. Ich bin verwirrt. Entfernen. Entfernen. So. Ein Fleischprodukt-Ding ist jetzt hier. Ausrüstung bearbeiten. Aha. Ach, und dann kann man jetzt noch die Geschütztürme auswählen. Ach, dafür war das mit diesen Blaupausen. Ja, guck mal. Okay. Wir haben schon mal ein Stück Land, ein Stück Raum gekauft. Und geben uns damit zufrieden. Dann gucken wir nochmal nach diesen komischen Blaupausen. Aber erstmal hat da jemand wieder seinen Flug verpasst. Das ist ja nicht schlimm. Den holen wir dann halt erstmal ab. Hätte ich auf der Station auch gleich bleiben können. Dann, ach guck mal, da ist schon wieder ein Krimineller. Stellen Sie den Beschuss ein. Entschuldigung, da ist eine andere Station hinter gewesen. So. Gut, dann schieße ich auf dich nicht, weil du die Station als Schutzschild hast. Außer du drehst dich jetzt weg. Wenn du dahin fliegst in den freien Raum, dann hast du ein Problem. Nein, dann halt nicht. Er wollte sie nicht treffen lassen. Und wie fliegt sich dein Schäfchen? Das kleine Ding.
Danke, dir auch einen schönen Abend. Ich glaube, das ganze Ding ist verdammt groß. Oh. Das ist bestimmt wieder unten in der Technik, ne? Ja, die sitzen immer in der Technik, die Leute zum Abholen. Und die laufen auch immer über Tische. Und jetzt speichert er wieder. Nee, jede Stunde geht auch nicht. Das passt nicht. Zeitlich festgelegt haben sie es also auch nicht, wann der Autosave greift und wann nicht. Heißt der Gutoso Gutosus? Ist auch ein seltsamer Name. Ach, jetzt hat sich meine Maus aus dem Spiel befreit. Das ist ja super. Das darf die doch gar nicht. Warum hat sie das jetzt? So. Alle drei. Ach so. Ah. Also einfach mal random zwischenspeichern. Na, dann muss ich mal mir Blaupausen gucken, was die kosten. Wo ich die herkriege, weiß ich schon. Die Fraktionstypen habe ich ja schon getroffen. Zumindest bei den Teladi, die weiß ich das aus dem Kopf. Ja, ich denke meistens nicht an das Schnellspeichern. Das sollte ich viel öfter machen. Das hätte mich schon einige Stunden und graue Haare hätte mir das gespart. Weil eigentlich lohnt es sich gar nicht für diese Leute jetzt hier diese Strecke auf sich zu nehmen. Man kann das Geld viel schneller anders verdienen. Minen zerstören zum Beispiel. Aber die Mission hatten wir ja gerade nicht. Vorbei. Okay. Da ist unser Frachter. Der ist immerhin gerade am Sammeln. Das heißt, der haut uns jetzt eigentlich mit 2000 Meter die Sekunde ab, sondern bleibt hier in der Ecke. Asteroid! Ohne Kollisionsabfrage. Lieber Asteroid, guter Asteroid, ich bin stolz auf dich. Da lasert er. So. Auch mal alles andocken kann, ne? Vor allem, wo hat der jetzt sein... Ach, da oben. Man hat die Klappe auf.
So. Perfekt. So, ist gleich ausgestiegen, hat das Geld gleich dagelassen. Ein Träumchen. Und gleich wieder weg. Ja, nicht so lange hier bleiben. Oh. Ach so, hat seinen Asteroiden hier liegen lassen. So, neue Mission gibt es hier auch. Nahrungsmittel, irgendwas. Ich weiß auch nicht, was das hier. Was ist. Was hilft mir jetzt ein Individuum-Kristallit, den ich hier jetzt als Belohnung kriegen würde? Ist das einer der Bestandteile, den ich für einen Cisner brauche? Oder ist das ein Story-Element? Weil grundsätzlich sage ich erstmal, alles, was mir keine Credits einbringt, ist überflüssig. Was da natürlich jetzt nicht der Fall sein muss. Es könnte ja jetzt auch was Wichtiges sein. Na, du bist immer noch doof am Handeln, ja. Du machst aber auch noch das, was du sollst, ne? Er ist zumindest voll. Und Bergbau und führt dann Handel durch. Okay, das funktioniert. Funktioniert. Die machen, was sie sollen. Perfekt. Ich kann ich mal dahin. Ja, ich könnte mal irgendwo hinfliegen. Da nochmal den Scanner anschmeißen. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine Mission dann. Auch mehr Geld. Ich habe mir gerade ein Stück Raum gekauft. Da soll eine Station rein. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt was bringt, weil ich, wie gesagt, diesen Handel hier noch nicht so ganz verstanden habe, wie das hier mit Angebot und Nachfrage so ist. Energie zu produzieren bringt schon mal nichts, weil Energiezellen will keiner. Ah, wenn ich noch denke, X3, ne? Das erste, was ich gebaut habe, war immer ein großes Solarkraftwerk. Und das hat Geld abgeworfen. Und hier? Hier kannst du mit Solar mal oder mit Energiezellen mal gar nichts anfangen. Industriespionage. Nochmal Satelliten aufstellen. Ich will. Ich habe gerade nicht mal einen Satelliten. Ich könnte zum Ausrüstungsdock fliegen. Bei der Handelsstation gibt es, glaube ich, auch Satelliten. Weiß ich nicht. Ach, ich brauche sowieso. Ich fliege jetzt mal zum Ausrüstungsdock. Ich nehme die Mission aber jetzt erstmal. Moment mal. Warum ist dieser Weg schneller als dieser? Der braucht auch 1, 2, 3 Sprünge, genauso wie der. Hat dazwischen aber noch ewig Autobahn. Na, voll auf dem Autopiloten, der macht das. Aber ich muss sagen, ich mag ja die Autobahn, ne? Ich finde, die hat irgendwas. Aber ich verstehe jetzt gerade trotzdem nicht, warum er meint, dieser Weg ist kürzer. Ich hätte einen Frachter direkt vor meiner Stelle mitstarten müssen über meine Idee, was schneller gegangen wäre. Ich kann mir das nicht vorstellen. Bin einfach froh, dass ich den Teil außen vor gelassen habe. Ich glaube, allein wenn ich mir das mit der Nummerierung von den Spielen angucke, ne? 1, 2, 3, Rebirth 4, fällt der Titel einfach auch schon mal raus, ne?
Da haben die sich wohl auch gedacht, so von wegen, okay, die Neugeburt war kacke. Wir betiteln das dann eher als Totgeburt und fangen nochmal so an, als hätte es das Ding nie gegeben. Was ja auch nicht schlimm ist. Sie scheinen ja, also für mich ist X4 ist halt jetzt wie ein X3. Also deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass wie Rebirth war und jetzt sozusagen, ob es jetzt heißt, zu den Wurzeln zurückgekehrt, weil ich kenne halt nicht die Abgründe des Teils, von dem keiner gerne spricht. Wahrscheinlich mag ich deswegen auch diese Autobahn. Weil ich nicht Rebirth geschädigt bin. Ich habe das in den Diskussionen mitbekommen auf Steam und auch auf dem Egosoft Forum. Ne? Oh, lass die Autobahn weg. Keiner mag die Highways. Bla 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 bla. Und ich habe erstmal. Boah, was meinen die? Ich habe keine Ahnung. Ich komm hier rein, treffe das erstmal einen Highway und ich finde den super. Und der zeigt mir jetzt schon wieder. Der Autopilot denkt sich einfach nur, wie die Autobahn endet in einem Asteroidenfeld. Da habe ich keinen Bock drauf. Ach so, ja, wie gesagt, dort waren die wahrscheinlich storymäßig eingebunden, weil ja das Tor-Netzwerk zusammengebrochen ist, ne? Da haben sie sich bestimmt irgendwas anderes zusammengezimmert, wie halt Röhren. Das ist jedenfalls das, wie ich mir erkläre, warum es halt ein anderes Transportmittel gab. So, trotzdem muss ich gleich, glaube ich, doch einmal gucken, wie teuer die Blaupausen für verschiedene Sachen sind. Ich würde mein Silizium gerne selber verarbeiten. Kann ich meine Schiffe losschicken? Das Silizium abbauen, direkt in Siliziumscheiben und die können dann verkauft werden. Da machen die dann ihre komischen Energiezellen raus, wo die dann gucken können, wie die verkaufen wollen. Na komm, ich wollte noch nur ein paar Satelliten kaufen und gucken, ob es hier noch ein paar Missionen gibt. Und dann überlege ich gerade, welche Station. Bei den Teladi habe ich einen besseren Ruf. Vielleicht ist es besser, bei den Teladi dann die Blaupausen erstmal zu holen. Hat ja, haben die auch wieder das Problem mit dem Essen? Dass eine Teladi-Produktion nur das Essen von. Also das Teladi-Essen nimmt? Oder kommt das auf die Besatzung an? Oder essen die jetzt alles? Autopilot ausgeschaltet. Ja, das andere, wenn ich jetzt eine Fleischfabrik baue, dann ist es, glaube ich, nur das, was dann die Argonen essen und die Teladi mögen das nicht und. Lass mal schnell wegboosten. Wir haben schon. Achso, die scannen was anderes. Ich weiß auch nie, wann sie wen scannen. Das ist ja auch total bescheuert, dass ich alle möglichen
Sachen hier mithöre. Ne, von anderen Funksprüchen, aber halt nicht alle, da würde ich ja eh wahnsinnig werden. Aber so vereinzelt, wenn die jemanden anfucken, so von wegen hier, wir scannen jetzt ihren Frachtraum. Bist du dir sicher, dass die Teladi Fleisch essen? Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. So, Satelliten. Oh, hier sind günstiger, weil besserer Ruf und so. Wenn ich jetzt 20 nehme, kostet mich wieder 100.000, ne? Fast. Aber ist nicht schlimm. Die werden wir sowieso los. Jetzt können wir wieder eine Minute warten. Menschenfleisch. Ja, noch nie probiert. Soll aber manchen Leuten sehr gut schmecken. Ich warte noch darauf, wie sich das hier wirklich nachher mit den Fraktionen ergibt, ob die nachher wirklich auch richtige Kriege untereinander führen. Ob die Sektoren, die ja derzeit farblich markiert sind, wo ich immer noch glaube, dass das mit der Zugehörigkeit des Sektors zu tun hat, ob die das auch wechseln. Ob die Stationen, die jetzt zum Beispiel argonische Stationen von Teladi besetzt werden, oder ob die dann von der Spielmechanik ausgetauscht werden, dann gegen halt eine gleichwertige Teladi-Station. Oder ob die einfach zerstört werden und so ein Sektor ist dann leer. Das sind halt Sachen, die, das wäre wirklich etwas, wo du langfristig, wirklich, glaube ich, sehr langfristig spielen musst, um sowas mitzukriegen. Genauso wie ich ja davon ausgehe, dass die gesamte Wirtschaft in so einem Spiel zusammenbricht, wenn die KI generell ihren Handel so handhabt wie bei den Galaxiehändlern. Das wäre aber wirklich etwas, wo ich dann sagen müsste, ich nehme dieses Spiel und lass das die nächsten 3 Tage einfach durchlaufen und guck dann mal, was passiert ist. Wenn die nach Angebot und Nachfrage ihre Station bauen, die Händler aber wie eben mein Galaxiehändler den ganzen Tag an einer Station verbringt und dieselbe Ware immer wieder ein- und verkauft und damit ein Credit Verlust die Einheit macht, dann gibt es auch kein Angebot und keine Nachfrage und es wird nach und nach alles abgebaut. Dann steht nachher keine einzige Station mehr. Das sind halt Sachen, die interessant sind, die man aber wirklich nur in einem sehr langen Spiel, glaube ich, nachher verfolgen kann.